Wir wollten für Marc eigentlich die Dschungelkrone hier präsentieren und sie ihm auch aufsetzen. Und heute Morgen haben wir hier das ganze Studio nochmal aufgeräumt und diese verfluchte Krone gesucht. Vielleicht haben Sie sie ja gesehen. Die Krone war verschwunden und 3 Tage später sehen wir diese Anzeige hier in der BZ. Da hat sich Walter Freiwald wohl scheinbar unsere kleine Krone stibitzt, um als Werbetestimonial durch die Gegend zu laufen.